Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Möge Allahs Frieden, Segen und Barmherzigkeit mit euch sein. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aller Lob mit Liebe und Verehrung gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Und Friede und Segen sei mit dem Gesandten Allahs. Heute wollte ich den Brief von einem besorgten Grundschullehrer euch mal kurz vorlesen und über dieses Problem mit euch reden. Erstmal, ich wollte betonen, wir haben diese WhatsApp-Nummer bei uns auf der Seite und wir gehen dort auf Fragen so gut wir können ein. Inshallah, da gibt es einen extra Admin für diese Nummer. Aber bitte die Fragen nur schreiben. Anrufe werden nicht beachtet auf dieser Nummer. Und Sprachnachrichten werden auch nicht beachtet, weil wir haben keine Zeit dafür, uns Sprachnachrichten anzuhören. Ja, bitte nur geschriebene Fragen, okay? Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Nicht-Muslime fragen. Es haben uns schon zwei oder mehr, auf jeden Fall schon zwei Leute, obwohl wir das gar nicht angekündigt haben, der hat den Islam angenommen. Das geht natürlich auch. Wenn er den Islam annehmen will, kann er das über diese WhatsApp-Nummer auf unserer Seite gerne machen. Und wir freuen uns natürlich, wenn Lehrer beispielsweise sich an uns wenden, weil wir wollen auch, dass so gut wir können helfen. So gut wir können helfen. Und auch an die muslimische Gemeinde appellieren. Und wir freuen uns. Und wir wollen auch an unsere Geschwister im Islam appellieren und sagen, schaut mal hier, es gibt wirklich Leute, die sich Sorgen machen und die ehrlich sind und die versuchen, mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir müssen nicht alles schwarz malen. Ja, es gibt in Deutschland viel Schrott. Es gibt auch sehr viel Positives, Alhamdulillah. Es schreibt ihn ein besorgter Lehrer aus einer Grundschule in ... Brauche ich nicht alles. Ich habe eine kurze Frage. Meine Schülerinnen und Schüler haben mir anvertraut, dass sie in der Moscheeschule auch geschlagen werden, wenn sie nicht ganz aufpassen oder Fehler machen. Nun möchte ich mich noch nicht zur Polizei. Die Eltern sind schwer ins Boot zu holen und direkt an die Moschee möchte ich mich auch nicht wenden, damit mich gegebenenfalls noch mehr Strafen drohen. Die Schülerinnen und Schüler sind dem Glauben sehr nah und sicherlich hat Mohammed etwas zum Umgang mit Kindern geschrieben und bin ich leider selber nicht vollständig firm, was der Koran in solchen Fällen sagt. Haben Sie eine Sura, einen Vers, etwa worauf ich die Kinder hinweisen kann, damit sie das selbstständig nachvollziehen können und ihren Lehrern sagen können? Denn beim besten Wissen und Gewissen kann ich mir nicht vorstellen, dass Mohammed, er schreibt sogar Allahs Frieden und Segen, mit ihm so etwas wollte. Danke für Ihre Hilfe. Erstmal. Wir haben ihm daraufhin einige Videos geschickt, zum Beispiel Schlagen ist schädlich bei der Kindererziehung, Fehler bei der Kindererziehung, wo ich sehr intensiv auf dieses Thema des Schlagens eingegangen bin. Und ich glaube sogar, dass das übermäßige Schlagen, was ich leider so gut wie in allen muslimischen Ländern beobachtet habe, eines der größten Probleme in unserer muslimischen Umma ist. Da denken vielleicht einige, ja, Abu Hamza, wie, was, das ist eines der größten Probleme, was erzählst du denn da? Wir haben die Probleme, Jerusalem ist besetzt und es gibt die Atombomben in Pakistan und es gibt die Atombomben in Indien und wir haben dies und jene Probleme und die ölreichen Länder und dieses Problem und jenes Problem, ja klar. Und wir Muslime sind nicht vereinigt, ja klar. Aber woher kommen diese Probleme? Wo fangen diese Probleme an? In der Psyche. Diese Probleme fangen mal. Warum sind wir beispielsweise nicht in der Lage, uns zu vereinigen? Warum sind wir nicht in der Lage, uns zu vereinigen? Warum nicht? Vier Krankheiten, die ich immer wieder betone: Machtgier, Neid, Feigheit und Dummheit. Der eine ist machtgierig, der möchte sich nicht vereinen, weil dann wird der Status quo in Frage gestellt, dann wird auch er gefragt, von seinem Besitz abzugeben und dann hat er eine Verantwortung. Neid. Ich will nicht mit dem anderen zusammen sein, ich hasse den, weil der hat mehr Erfolg als ich, der hat mehr Geld als ich, der hat mehr Macht als ich. Feigheit. Oh wei, wenn ich mich vereinige, vielleicht kriegen wir dann Probleme von draußen mit dem und mit dem oder mit dem und mit dem, mit einem anderen Land. Und Doofheit. Dass man einfach zu doof ist, das zu kopieren. Und all das geht auf die Psyche des Menschen zurück.
All das geht auf die Psyche des Menschen zurück. Warum ist ein Mensch beispielsweise machtgierig? Was kann dazu führen, dass ein Mensch machtgierig ist? Machtbesessen ist? Herrschsüchtig in der Ehe zum Beispiel. Woran kann das liegen? Das hat man manchmal, das ist die kleine Art von Machtgier, ist zum Beispiel Herrschsucht in der Ehe. Extreme Eifersucht, extreme Verlustängste. Warum? Was kann die Ursache davon in der Psyche sein? Die Ursache davon kann in der Psyche sein, Machtgier, dadurch Verlustängste. Woher kommen diese Verlustängste? Aus der Kindheit, durch übermäßiges Schlagen, der Schmerz. Wie kann ich dem Schmerz entgehen? Indem ich selber in eine Machtposition komme, wo ich nicht geschlagen werde, das heißt, wo ich keine Schmerzen erleide. Neid, Feigheit, Dummheit. Weil derjenige, der immer nur geschlagen wird, der wird zu einem Esel erzogen. Deswegen sage ich auch immer, wenn du einen Esel haben willst, dann musst du dein Kind behandeln wie einen Esel. Wie wird der Esel behandelt? Der muss in diese Richtung gehen, patsch, da wird er geschlagen, geh in diese Richtung. Da wird keine Überzeugungsarbeit geleistet. Lieber Esel, schau mal, es ist besser, wenn du jetzt in diese Richtung gehst, weil es ein Esel. Weil es ein Esel ist. So. Und wenn du dein Kind behandelst wie ein Esel, dann wird dein Kind auch zu einem Esel. Ein Esel, der handelt danach, woher der Schmerz kommt. Nicht, weil etwas logisch ist oder weil etwas richtig ist oder weil etwas gerecht ist. Und wenn man diese Psyche hat, da kann man sich nicht vereinen. Wenn man diese Psyche hat, dann wird man Rishwa akzeptieren, Bestechung. Es geht um Macht, es geht um Geld, es geht darum, von Kindheit an Schmerzen zu entkommen. Für sich selber an Land zu ziehen. Das ist ein großes Problem. Und noch schlimmer ist das Problem, wenn das ausgerechnet in Moscheen stattfindet. Das ist eine Katastrophe, was in einigen Moscheen, in vielen Moscheen abläuft. Das ist eine Katastrophe. Ich weiß, die hassen mich sowieso, ist egal. Das ist das, was uns zu oft zu Ohren gekommen ist. Zu oft. Ja, wir haben schon mal gehört, dass jemand geschlagen wurde unter der Fußsohle. Das ist eine Katastrophe, ist das. Und hiermit appelliere ich an alle, die Verstand haben. Erstens die Eltern. Wenn ihr wisst, dass es so in eurer Moschee abgeht, dann nehmt eure Kinder aus dem Koranunterricht raus. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, als ich beispielsweise in Ägypten gewesen bin, und die Kinder zum Koran auswendig, in eine Schule geschickt habe, wo auch Koran auswendig gelernt wird, in einen Kindergarten, gefragt, ob dort geschlagen wird. Das war meine Bedingung, es soll nicht geschlagen werden. Das ist schädlich. Wo ist die Überlieferung, wo der Prophet Kinder geschlagen hat, weil sie den Koran falsch rezitiert haben? Wo ist die Überlieferung, wo der Prophet a.s.w. Kinder wegen irgendeinem Schnickschnack geschlagen hat? Nein, wir haben Überlieferung von Anas ibn Malik, dass der Prophet nie jemanden geschlagen hat. Kein Kind, kein Diener, keine Frau. Der Prophet a.s.w. ist unser Vorbild. Friede und Segen mit ihm. Und daran müssen wir uns orientieren. Denn wenn wir seiner Rechtleitung nicht folgen, werden wir in die Irre gehen. Ja, jetzt kommt mir einer mit dem Hadith, ja, wenn das Kind 10 ist, soll es geschlagen werden. Okay, was ist davor? 3 Jahre Argumentation, 3 Jahre beibringen. Okay, was war das Ergebnis von den 3 Jahren beibringen? Dass es nicht eine einzige Überlieferung gibt, wo ein Kind geschlagen wurde, weil es nicht betet. Denn wenn du die islamische Erziehungsmethode nutzt, Liebe vermitteln, Vorbild sein und mit jemandem reden, dann brauchst du keine Gewalt anzuwenden. Das ist der Weg und das sind die Sachen, die zu uns kommen. Dann für die ganze Moschee, wenn sie wissen, dass für die Vorstände, wenn man weiß, dass ein Imam so mit den Kindern umgeht, ihm das verbieten.
Durch solche Sachen kann auch die Moschee übrigens geschlossen werden. Nicht, weil ein Pierre Vogel dort einen Vortrag macht. Denn es ist noch keine Moschee geschlossen worden, weil ich da einen Vortrag gemacht habe. Weil man rein gesetzlich keine Moschee schließen kann, weil ich da einen Vortrag mache. Das wollte ich immer so nebenbei gesagt haben. Aber man kann Moscheen schließen, wenn bewiesenermaßen vom Vorstand genehmigt, mehr oder weniger genehmigt, der Imam oder wer auch immer dort die Kinder am Schlagen ist. Das ist eine Katastrophe. Und es ist ganz schlecht für die Entwicklung von Kindern, gerade wenn sowas in einer Moschee passiert. Sind wir bei den Neandertalern gelandet oder wie? Ein Kind kommt in eine Moschee, wo es sich wohlfühlen soll, und die Moschee wird es später mit Schmerz assoziieren und keinen Bock mehr auf die Moschee haben. Und wie viele kennen wir, die deswegen keinen Bock mehr haben, in die Moschee zu gehen? Weil sie denken, sie haben es nur mit Besserwissern zu tun und alten Leuten, die sie böse angucken oder schlagen. Ich kenne sogar jemanden, der deswegen vom Islam abgefallen ist. Er bekommt eine innere Abneigung. Das ist das Haus Gottes. Ich werde dort geschlagen, geschlagen, geschlagen. Wenn ich zum Fußballverein gehe, da kommt der Hans-Peter und der lobt mich. Wenn ich in die Schule gehe, da kommt der Grundschullehrer und der will mir helfen, dass ich nicht geschlagen werde. Wenn ich im Kindergarten bin, machen die mit mir Spiele. Aber wenn ich in die Moschee komme, da schlägt er mich mit dem Stock. Das ist eine Katastrophe. Es ist Doofheit. Absolute Doofheit. Und das Schlimmste ist noch, wenn das noch als islamisch verkauft wird, dieser Schwachsinn. Ja? Beispielsweise, als wir auch in Marokko gewesen sind, da waren wir in einer, ist mein Sohn am Wochenende in eine Koranschule gegangen in Marrakesch. Und da waren Frauen, die unterrichtet haben, und die haben mit denen Quiz gemacht. Das hat den Kindern Spaß gemacht. So entwickeln die Liebe für die Religion. Die Liebe ist der wahre Antrieb. Jemand, dem der Koran nur mit dem Knüppel beigebracht wird, die Gefahr ist auch groß, dass er irgendwann gar keinen Bock mehr darauf hat. Die Gefahr ist riesengroß. Und insbesondere hier in Deutschland. Möge Allah uns bewahren und recht leiten. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.